jetzt ist 4 Uhr. Eine Stunde haben wir geschlafen. Ausmecker. Ja. Noch keine Post? Okay. Ja, irgendwie müssen wir ja aufwachen. Irgendwie sind wir ja anscheinend im Schlaf. Oh, echt jetzt? Wieder alle Feuerlöscher? Wollen wir wieder alle benutzen oder was? Ja. Kommen schon zwei raus. Einen habe ich gemacht. Jetzt ist es kaputt. Na gut. Noch einer raus. Das ist wie die Stanley-Parabel, sage ich dir. This is an automated message for all patients who attempted to use an alternate pathway to access the next phase of Somnasculpt therapy, but who have become trapped in a dream state paradox instead. Your decisions imply a failure of orientation, which reflects negatively on the standard orientation protocol. You will rectify this failure immediately. Ja, weiter. So. Okay. Hallo. Okay. Ich habe einen Würfel gefunden. Jo. Privat. Sehr gut. Ein Besen, ein Würfel mit Äpfeln und ein... Was steht da? Das ist ein Teil von einem Würfel. Guck mal, dahinter ist schon wieder so viele Sachen. Tobi, Hilfe! Na? Ich habe den Würfel genommen, bin runtergefallen. Was gibt's noch? Ich weiß es doch nicht, was er ist. Ich bin unter dem ganzen Kappes. Da geht's weiter. Ich habe aus Versehen den Würfel genommen und wollte ihn mitnehmen und bin runtergefallen. Was gibt's noch oben? Feuerlöscher, Feueralarm. Den musst du mitnehmen. Weil man alles anfassen muss hier, echt schlimm. Alarm musst du ja selber machen, oder? Weiß ich nicht, hol mal hoch. Verlöscher. Stimmt. Do not cross. Okay, da müssen wir da runter. Da hinten habe ich schon das Gitter abgemacht und da geht's weiter. Professional tip: The average adult can only withstand 3 to 5 dreams per night. Once this threshold is eclipsed by entering more dreams, your mind will suffer an explosive mental overload, reorienting you for the emergency exit protocol. Please subject yourself to explosive mental overload. Wie machst du nur die Taschenlampe? Also. Danke. Von hier hinten wahrscheinlich wieder nehmen, irgendwie. Oder auch einfach überhaupt nicht. Und der Feueralarm.
Was ist das? Ah, guck mal, das kann ich rausziehen. Hast du gesehen? Mhm. Okay. Hä? Oh. Oh, das andere hättest du auch noch hochziehen können. Warte mal. Geht es nicht weiter zurück? Wartest du hier schon so? Kannst du das nämlich noch hochziehen? Aber da oben drauf steht, ne? Ja. Achso. So. Ich habe jetzt hier irgendeinen Bauplan bemalt. Okay. Hier ist auch noch was. Kannst du da drüben auch noch drauf? Warte mal, ich kann dich doch tragen, oder? Kann er sagen, hier, du. Du hast jetzt da drüben drauf. Ist da auch noch was? Nee, hier ist nichts. Dann sage ich hier, du. Gehst mal da drauf. Auch nichts. Dann sag ich mal, du gehst mal hier drauf. Hier ist eine Tür. Ja. Okay. Please note that a reluctance to volunteer for the risks associated with explosive mental overload implies a misunderstanding of all other solutions, all of which are far more traumatic and likelier to result in catastrophe. I am not capable of suboptimal suggestions. Please exit this dream as soon as possible. Hm. Oh nein. Okay. Bescheuert, ey. Einen hab ich. Oh, ein sehr klein. Ich bin runtergefallen. Scheiße. Scheiße. Ah, das war ja super. Sind wir jetzt wieder am Anfang oder was? Feuerlöscher, ja. Sind wir wieder am Anfang oder wie? Nee. You are here. Guck mal, jetzt wissen wir, wo wir sind. Ah, ja. Ist ja nicht mehr weit. Nö. Oh nein, komm mit rein. Bestimmt 5 Uhr, warte ab. Jo. Ja, schön wieder zu Hause zu sein, ha? Huh? Hello, my name is Dr. Glenn Pierce, and despite touring the Waterfall Serenity Zone in the previous section you've just completed, you may still be experiencing feelings of worthlessness and self-doubt. Why do I feel like everything is going wrong, even when the sun is shining? Mach das mal Errungenschaft, Tobi. Hm? Die Dose in den Mülleimer. Holst eine Dose? Ja, bitte recyceln. Hast du gekriegt? Ja. Ach, super, gut. Zum Schluss ist der Erfolg, ihr habt nie einen Feuerlöscher benutzt. Oh. Viele Feuerlöscher.
finde ich die Feuerlöcher nicht mehr, du? Ist es so hell bei dir oder so dunkel? Nö, ich wusste nur, wo sie waren. Den habe ich auch noch. Hier ist keiner mehr, glaube ich. Okay. Road closed. Kühlhaus. Ja, bis jetzt kann schon nichts machen. Blut. Ja. Tobi Blut. Und eine Todeshand. Hast du das? Die Tür war eben noch ein Spalt offen, da war nur eine Hand dran. Da sind zwei dran. Saturday, Mörder. Morgen gibt's Bohnen. Wir haben sogar Samstag. Super, die Tür ist zu. Ich bleib hier einfach. Hier fühle ich mich wohl. Guck du mal. Nein! Tür ist immer noch zu, Tobi. Ist da was? Hier geht's weiter. Warte. Geh mal vor, bitte gucken. Weiter rein. Ist da nix? Hier. Da lang. Tobi, du musst vor. Komm mal. Die Tür zeigt deinen Namen an. Ach, Diet. Ich hab Diet. Wie so ein Schild, ey. Bist du durch? Nein, jetzt. Oh, geil. Oh, hier unten ist rot. Bist du runtergefallen? Nein. Ich komme. Ach so. Nach rechts geht nicht. Hier lang. Da ist ein Radio. Hello, my name is Dr. Glenn Pierce. And I'd like to talk more about the feelings of worthlessness and self-doubt I mentioned before. You feel this way because you want the kind of happy life you see all around you. Kind you know everyone else is enjoying. And that's exactly why we're here to help. Kann man es gar nicht mehr bewegen, alles. Hallo? Tobi, kommst du rein? Oh.
Guck mal, da ist der Pfeil, der zeigt nach rechts hier. Hier ist eine Tür. Hier ist eine Treppe. Wo bist du? Oben. Wo bist du denn jetzt? Ah. Wo bin ich jetzt? Ah. Warning. You were advised to subject yourself to explosive mental overload by descending into additional dreams, but have now descended into a dream within a dream instead, disorienting yourself even further. You are responsible for failing to make this crucial distinction. Wo? Wo bist du jetzt? Ich stehe neben dir. Ah, da ist ne. Oh. Hast du die Brille offen kriegen? Ja. Jetzt ist sie weg. So. Da stand eben Umwelt gerettet als. Ach, wie heißt, als Errungenschaft hast du die auch bekommen? Glaube nicht. Nö. Okay, dann musst du doch mal hierher. Und dann? Noch mal eine Dose holen und die aber dann in den blauen Ding legen. Ah ja. Hast du? Umwelt gerettet. Sehr schön. Ich hatte gedacht, das wäre von deiner Glühbirne jetzt, dass das zeitgleich kam. Hier muss das, glaube ich, eh loslassen. Hm. Ah. Da geht's nicht weiter, Tobi. Geh mal hier lang. Hier ist auch nix. Hier oben. Hm? Da geht's weiter. Did you know that unintentional multi-dream layering occurs in less than 1% of patients? This correlates strongly with the 99% of patients who are able to follow simple instructions from the standard orientation protocol. Wieso folgen wir den Blutspuren? Würdest du das jemals machen? Ja. Alles klar. Deiner Frau. Ikea, guck mal. War alles gar nicht so schlimm, sich. Auf dem Blut. Oder Farbe vielmehr. Es ist nur Farbe, schau. Wir haben gedacht, es wäre Blut. Wir deppen. Bist schon weiter? Oh. Okay. Ist irgendwas drin? Guck doch selbst. Das ist die Küche, aber ich bin, glaube ich, sehr klein gerade. Karotten. Hm. Geht's auch nicht weiter. Es war jetzt auch schlau, dass wir beide reingegangen sind. Du kannst ja hier raus. Ach ja. Hängst du wahrscheinlich, oder? Ja. Sorry. Ah, komm her. Wo bist du? Weiter zurück. Oh, Entschuldigung, ich mach das nochmal. Ist hier sonst nix, oder? Nö. Ist auch noch. Ah. Bitte? Dosen, aber nach Dosen sind wir rausnehmen konnte. Dosen? Ja.
tun. Ach, gerade so. Nein. Hier geht's nicht raus. Geht nicht. Mm-mm. Waren wir hier schon drinne? Also nicht hier, oder? Ah, warte mal, jetzt ist doch der Generator an. Wahrscheinlich sehen wir jetzt viel mehr. Können wir wieder zurück? Ins Lagerhaus. Wo ist der Fahrstuhl? Hä? Wo? Wo die Tür geht. Warte. Wo? Hä? Wo bist du? Na, hier. Wie kamen wir denn da hin jetzt? Tür war auf, die ganze Zeit schon. Achso, das habe ich nicht gesehen. Tschüss. Meine. Bin mal gespannt. Es ist bestimmt 6 Uhr. Ja, komm her, Dicker.